dann mal los. Ein herzliches Willkommen zurück bei The Last of Us. Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben, an einem Punkt, an dem das Spiel nicht gespeichert hat. Aber man hat jetzt im Endeffekt nur 2 Minuten verpasst oder 3. Ich sehe mich mal um, bleibt wachsam. Im Endeffekt nur das Öffnen hiervon. Und das habe ich jetzt mal kurz ohne euch gemacht. Ihr habt das ja schon gesehen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Was haben wir hier für ein Loch? Oh, ein Auto, prähistorisch. Kappa. Okay. In dem Auto ist doch bestimmt noch irgendwas anderes drin, was ich verwenden könnte. Aber nein. Ich darf nicht. Ich möchte übrigens mal ein kleines Shoutout raushauen an alle, die hier bei dem Projekt von Last of Us dabei sind. Nice, dass ihr dabei seid und danke. Einfach, weil ich ja nicht nur Gothic-Content produziere. Oh, Scheiße. Hi. Auf meinem Kanal. Deswegen finde ich das cool, wenn mal kein Gothic läuft, dass trotzdem Interesse besteht. Ja, finde ich cool, dass trotzdem Interesse besteht. Es wird natürlich wieder Gothic-Content kommen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele von denen, die hauptsächlich wegen Gothic bei mir auf dem Kanal waren, bisher jetzt auch dieses Projekt hier gucken. Aber ich finde es natürlich nice, dass es so ist. Irgendwas ist da zum Essen. Also würde ich hier in der Kanalisation, am Arsch der Welt, einfach irgendwas, was auf dem Boden liegt, essen. Gestern habe ich Leute getroffen, die nicht sofort auf mich schießen wollten. Unglaublich. Ich weiß. Wir haben Vorräte ausgetauscht und sind dann wieder unsere Wege gegangen. Sie hatten Kinder dabei und schienen sehr verängstigt. Fast hätte ich ihnen von diesem Ort erzählt. Aber was, wenn sie wie die anderen sind? Was, wenn... Weißt du was? Es ist mir egal. Was bringt es zu überleben, wenn niemand mehr über deine abgedroschenen Witze lacht? Morgen werde ich sie suchen. Vielleicht wollen sie mir da hier Gesellschaft leisten. Ich glaube, das war keine gute Idee. Sprengstoff. Apropos. Jetzt wird es echt langsam mal wieder Zeit für ein Toolkit, oder? Da sind wir uns doch alle einig an der Stelle. Das erinnere ich mich noch. Ganz speziell von den letzten paar Folgen. Ich glaube, das war jetzt auch relativ unnötig, hier das Messer zu verwenden. An denen hätte ich auch so vorbeischleichen können. Aber mein Gott. Ich habe 2 Kugeln Revolver bekommen und habe dafür das Messer getradet. Ist auch okay. Das schon wieder. Ja, das schon wieder. Aufsteigen, junge Dame. Los, Ellie. Na also. Der Joel Express. Wo darf es denn hingehen heute? Möchten Sie zu Ihrer Suite? So, kommst du jetzt hier hoch? Ja, oder? Ja. Also, mich würdest du auf die Fresse lassen. Der Generator noch Saft hat. Hier geht gar nichts. Okay. Mir gefällt das nicht. Die sind drüben und ich bin hier alleine. Werde ich mich gleich verteidigen müssen? Unglaublich, dass es geklappt hat. Na, sag's lieber nicht laut. Also von da brauche ich, glaube ich, keine Angst haben. Ja, und jetzt? Hilfst du mir? Ah, er hilft mir hoch. Okay, ja gut, hätte ich mir denken können. Hey, ich helfe dir. Dass er das vielleicht macht.
Ich hätte jetzt gedacht, die schicken es wieder rüber. Das attractet dann irgendwelche Viecher und ich muss kämpfen. Das wäre jetzt so mein Guess gewesen. Komm schon. Wir sind schon Profis darin. Können wir den Generator wieder ausmachen? Nein. Na gut. Muss ja nicht, wir gehen ja eh weiter. Ja! Was ist denn da nicht? Gerade sage ich's noch. Wow, eine Bürste. Eine Mini-Stahlbürste oder so? Ich weiß es nicht. Oh, ein Blattl. Kann die was herstellen, damit ihr das Blattl verwenden kann? Das wollt ihr nicht. Ja. Ich würde. Ja, doch. Ja, da habe ich nur 2 Schuss. Für die Pumpkin habe ich aktuell am meisten. Okidoki. Oh Mist. Wo? Eine Akustikfalle. Eine was? Eine Alarmanlage. Ich kann gar nichts hören. Hier hat wohl mal jemand gewohnt. Naja, aber nicht mehr die Alarmanlage ist ja bereits ausgelöst. Wichtig, bitte zu lesen, Hausregeln. Sicher gehen, dass alle Türen abgeschlossen sind. Nach dem Passwort fragen, wenn Fremde kommen. Nicht rumschreien oder laut spielen. Ins Versteck rennen, wenn der Alarm losgeht. Ach, die Tür ist zu, okay. Wollte gerade schauen. Oh! Was haben wir denn hier? Schaut aus wie so eine Mischung aus einem Revolver und einer abgesägten Schrotflinte. Ja, Shorty. Sieht halt aus wie so eine uralte Revolver-Version. Super. Ellen, Kapitel 4, verbesserter Radius, eingesetzter Sprengstoff. Okay, ja. Mhm. Hey Sam, stell dich mal darüber. Okay. Bereit? Okay, mach schon. Oh, Henry, hast du das gesehen? Sei lieber leise, okay? Ey, er war jetzt nicht gemein, er hat nur gesagt, sei bitte leise. Trotzdem hättest du dich freuen können. So. Bitte einsteigen, liebe Kinder. Wir fahren. Gut, dann halt nicht. Keiner hat Humor, dann halt nicht. Tageslicht. Hörst du das? Infizierte. Leise. Ihr trefft aber auch nicht, oder? Ich habe bei mir ein bisschen die Sau Maus-Sensitivität umgestellt, sind sie schon länger tot. Weil ich was verstellt hatte an der Maus. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen, muss mich vielleicht ein bisschen reinfinden mit dem Schießen gerade. Fraglich, ich weiß.
Da hatte ich ja gerade, weiß ich nicht, von 4 Schüssen einen getroffen oder so. Schießen kann ich. Okay, ich hätte jetzt aber ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so läuft, dass die uns direkt angreifen, sondern ich hätte gedacht, ich muss mich wieder durchschleichen. Hallo Susan. Ich wollte dir nur Bescheid geben, dass diese Regenfänger eine großartige Idee waren. Ziemlich klug, Wasser sammeln zu können, ohne sich vom Fleck zu bewegen. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass ich den Kindern einige Wasserpistolen gegeben habe. Selbstverständlich wurde ich den ganzen Tag über nass gespritzt. Wenn du nicht willst, dass sie sie haben, lass es mich wissen und ich nehme sie ihnen wieder weg. Wir sehen uns beim Abendessen heute Abend. Kleine Warnung am Rande, Kyle macht schon wieder seine speziellen Hackbraten. Isch. Warte, isch. Sonst nix. Nur ein Briefchen. Seems so. Stopp. Wieso macht er eigentlich manchmal die Taschenlampe aus? They don't suffer. Sie leiden nicht. Ach, didn't. Ja, sie mussten nicht leiden. Wir sind gefangen. Wahrscheinlich sind alle tot. Einige von den Kleinen sind bei mir. Die Infizierten stehen vor unserer Tür. Ich weiß nicht, wie lange wir es noch aushalten. Wenn ich und die anderen am Leben sind, können sie uns vielleicht erreichen. Wenn es soweit ist, werde ich es schnell tun. Kyle. Himmel. Ja, ich weiß schon, warum die abgedeckt wurden. Gacha oder Zaza? Kiki? Nee, heißt nix. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht ist hier, weiß ich nicht, irgend so eine Mini-Easter Egg oder so, irgendein Wort, das man kennen sollte, oder? I don't know. Ansonsten steht da. Oh, ich kann es nicht lesen. Nee, ich glaube, vielleicht heißt das auch nichts. Vielleicht sind es einfach nur Buchstaben. Also quasi das Alphabet. Ist schwer zu lesen gewesen. Zombies sind, oder Infizierte sind vor der Tür. Alles geht im Bach unter. Man ist eigentlich kurz vom Tod. So, Jungs und Mädels. Heute machen wir das Alphabet. A, wie schreien. B, wie jetzt bekommst aufs Maul. Ja, ob es hier rausgeht? Kann sein. Aber da kommt man nicht hoch. Vielleicht kommt man auch anders dahin. Hummelplattel. Allerdings muss ich es liegen lassen. Ja, da könnten wir doch sicher eins von den Kindern hochgeben. Oh, Partnertausch, Kindertausch, okay. Entschuldigung. Ich habe ein Sicherheitstor ausgelöst oder so. Henry, kriegen wir das hoch? Also, das ist seltsam. Ja, ich weiß. Was? Hey, das Ding bewegt sich nicht. Dann weg, verschwindet. Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier. Pass auf ihn auf! Los! Eigentlich könnte ich hier doch durchballern. Huh.
Die schaffen das. Ja, ich weiß. Okay, Kleiner. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Hat er die Pistole noch? Sieht nicht danach aus. Okay. Jetzt kommt die Schleichpassage. Oh Gott. Eigentlich, jetzt mal wieder an dem Punkt, unrealistisch. Der Lärm war ja hier. Das ist von hier oben runtergeknallt. Wieso kommen die, die da hinten sind? Nicht? Warte mal. Okay, ich wollte es ausprobieren. Reicht trotzdem nicht von der Reichweite her. Nee, tatsächlich nicht. Aber es ist auch da hinten irgendwo. Also ich glaube, hier habe ich was gehört und da hinten. Hast du gesehen? Bleib hinter mir. Wenn ich renne, rennst du. Ja. Nicht so gut. Da hinten war noch einer, rechts. Okay, ich weiß, warum sie nicht kommen, weil es diese blöden Stalker sind. Diese Viecher, ehrlich. Das, die erinnern mich an die aus Dead Space. Diese, die einen anchargen, die so ein bisschen wie so ein Raptor wirken. Warum ich die übrigens gerade umbringe, statt mich vorbeizuschleichen oder wegzurennen. Ich könnte ja tatsächlich irgendwo irgendwas liegen, was brauchbar ist. Ich war mir nicht gerade sicher, ob ich links auch was gehört habe. Hier habe ich gerade den Vorteil, sie können nur aus einer Richtung kommen. Also aus diesem Kegelbereich, nenne ich es jetzt mal. Bisher habe ich... Scheiße, das glaube ich ganz gut überstanden. Der lebt leider noch. Scheiße, immer noch. Wobei ich die, glaube ich, sogar töten muss. Also ich glaube, ich kann hier nicht wegrennen. Um ganz ehrlich zu sein. Das macht mich wahnsinnig, dass ich ihn manchmal rennen höre. Kommen hier unendlich Gegner? Nein, oder? Sowas würde das Spiel nicht machen. Das wäre arschig. Das erklärt aber auch, warum ich per Lauschdistanz nichts sehe. Weil die irgendwie bei der Lauschdistanz nicht auftauchen. Ich entscheide mich jetzt übrigens doch dafür zu laufen, statt da zu bleiben.
Weil falls unendlich kommen, kann ich diesen Kampf nicht gewinnen. Ich weiß, dass da hinten noch einer ist. Guck ums Eck. Gut. Danke. Wir müssen jetzt weiter. Alles klar? Ja. Okay, das waren dann wohl alle. Ich wette, es waren viele hier. Leute, meine ich. Sieht so aus. Das mächtige Kantholz. Ja, meine Brechstange ist im Arsch. Oder nahezu. Einen Schlag könnte ich noch machen. Puh, das hat mich jetzt eine Menge Muni gekostet. Aber ich glaube, ich habe die Situation ganz gut gemeistert, oder? Also ich glaube, das habe ich ganz gut überstanden. Ich glaube, bei der nächsten Werkbank kann ich richtig schön craften. Mit dem Dreier-Toolkit. Plus den ganzen Ersatzteilen, die ich noch hatte, beziehungsweise jetzt gefunden habe. Ich muss mal kurz gucken. Also hier kann ich einen Schuss nachladen. Auch viel gemalt. Ist die Waffe nachgeladen? Ja. Da habe ich nur noch zwei Schuss, da habe ich jetzt echt gut weggeballert. Ich lasse mal die Pumpgun ausgerüstet. Da könnte ich ihn hochlassen, ich glaube, da geht's lang. Ja, das, wie in der Schule. Warum hat es sie erwischt? Tja, wenn ich das wüsste, sie haben sowas nicht verdient. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, durch diese andere Gruppe. Man hat quasi andere in den funktionierenden Safe Space hineingelassen. Von außen. Und das hat halt die Situation eskalieren lassen. Sogenannte Kakerletten. Das ist eine Mischung aus Kackerhaus und Toiletten. Kakerletten. Klingt auch ein bisschen wie sowas wie eine Schokette. Our Protectors, Danny und Ish. Und der Rest waren alles Kinder, oder? Ja, ich glaube hier ist auch das ABC. Ich glaube, das war es beim anderen dann auch. Kannst du die Leiter runterholen? Special Cola. Besser als die normale Cola. Ja. Mach schon. Na bitte. Gut gemacht. Können wir die Leiter wieder hochholen? Auch wenn die Viecher, glaube ich, keine Leiter klettern. Ist das Ellie? Na los. Joe, da sitzt sie. Sam! Gott sei Dank. Wir müssen schnell weiter. Durchgang, da drüben. Sam! Ellie, geh weg von der Tür! Willst du zusammen versuchen?
Sam! Er ist durchgekrochen! Er ist was? Naja, ist doch eine gute Idee. Was machst du? Krieg doch hinterher. Ich hol uns hier raus! Na dann beeil dich! Ich will die Brechstange haben. Okay, los! Alle nach Brechstange. Na los! Okay, weiter geht's. Ja. Da runter, oder was? Wird mir nicht so safe. Gut, anscheinend sind die eh nicht durchgekommen. Baseballschläger. Ich glaube, die Brechstange ist trotzdem besser. Oder Brechstange, Rohr, Metallrohr, nicht Brechstange. Mach von der anderen Seite auf! Mach schnell! Na los, Sam. Du bleibst nicht hier drin. Was ist mit dir? Ich komme klar. Komm schon. Klettert ihr schon wieder irgendwo durch? Ah ja, oben. Okay. Sind jetzt die Kinder unterwegs und wir alleine, ja? Läuft es jetzt darauf hinaus? Achtung! Mist. Dann mal los. Wo ist die Bombe, die ich da hingeschmissen habe? Was ist meine Bombe, die ich geworfen habe? Ich finde sie ja nicht mal. Tür ist offen. Ah, die Tür ist offen. Na los! Los, los! Mensch, da hatte ich eine gute Idee mit der Bombe und die Bombe so. Alright, I'm a head out. Our planet need me. Frische Luft. Oh, ey, tut dir so, als wären wir seit Monaten in der frischen Luft gewesen. Warning! Oh, wollt ihr mich verarschen? Infected inside. Oh wow! Wieso steht das nicht auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite. Ja, genau. Danke, Ellie. Wo ist der Turm? Wir sind nah. Komm, na los. Hey, wie geht's dir, Kleiner? Das war echt knapp, hä? Ja. Nicht gerade das schönste Erlebnis, aber... Kann ich Ellie vielleicht auch fragen, wie sie geht? Geschafft. Ja. Nein? Gut. Ich bin Joel. Hey, seht mal da. Tja, was habe ich gesagt? Ha? Mal sehen, wie wir hinkommen. Und du, wie kommst du zurecht? Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war, habe ich selbst ein paar Infizierte erledigt. Du wärst stolz. Oh. Ja. Wir gehen halt hier lang, aber was ist denn hier? Okay, ich glaube, das mündet am selben Ort. Das war hier von wegen dieses nicht infiziert und am Leben, ne? Das hier. Es ist eigentlich schlau, in solchen Häusern wie dem hier einfach normal rumzulaufen, also nicht geduckt.
Wobei die Klicker machen ja eigentlich immer Geräusche. Ich warte nur drauf, dass es gleich irgendwas Dummes passiert. Einfach nur, damit ich instant vom Gegenteil überzeugt werde. Ah ja, der Keller, natürlich. Okay. Raus. Oh, ich muss mich oben nur ein bisschen umgucken. Läuft jetzt immer noch Amy hinterher, nicht Ellie oder was? Eine weitere Nacht und eine weitere Schießerei. Ich kann das gedämpfte Aufleuchten aus den Fenstern des Carsons, der Carsons erkennen. Ich habe die ganze Nacht wach mit der ganzen Familie in einem Raum verbracht. Ich denke, dass niemand schlafen konnte. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Plünderer in unser Haus einbrechen. Wir müssen von hier weg. Dieser dünne Mann hat uns wieder besucht. Er hat uns weitere Kugeln gegen Essen verkauft. Er hat uns angeboten, zu ihm in sein Versteck zu ziehen. Er sagt, es sei sicher und noch wichtiger, versteckt. Leicht zu verteidigen. Das hat er gesagt. Er hat gesagt... Er sagt, er vertraut mir nur, weil ich Kinder habe. Ich glaube nicht, dass wir noch hierbleiben können. Wir können ihm wohl vertrauen. Ich werde morgen allen vorschlagen, sein Angebot anzunehmen. Der dünne Mann. Na, das war keine gute Idee, oder? Messer, sehr gut. Mittlerweile habe ich echt viele davon, wobei halt das wahrscheinlich mit der Haltbarkeit zusammenhängt, weil sie nicht bei jeder Kleinigkeit jetzt dann verbraucht sind. Ja, sowas bräuchte man hier in Deutschland auch. An jedem Haus. Drüben gibt es an jedem verdammten Apartment eine Klimaanlage. Und das bei uns ziemlich heftig. Können wir froh sein, wenn wir eine Internetleitung haben, die einigermaßen stabil ist. Wie habt ihr zwei euch getroffen? Oh. Meine Freundin, Marlene, wollte, dass er mich zu den Fireflies bringt. Scheint doch gut zu verstehen. Tja, und jetzt? Jetzt kommandiere ich ihn rum. Nicht wahr, Joel? Jetzt komm, sag doch was drauf. Also ich weiß nicht. Es wird ja immer, speziell in diesem Spiel hervorgehoben, dass diese, ich nenne es jetzt mal Vater-Tochter-Beziehung, auch wenn er nicht der Vater ist, so toll sein soll. Aber bisher ist noch so, geht so. Also muss ich sagen, ich fühle es noch nicht so. Die erste Zeit nach dem Ausbruch wurde viel geplündert. Alle wurden paranoid. Erinnerst du dich daran, Joel? Alle verbarrikadierten sich in den Häusern. Dann gingen die Vorräte zur Neige. Das hat gezeigt, wozu die Leute in der Lage sind. Also natürlich tauen beide auf, also Ellie sowieso ein bisschen früher als Joel. Aber noch fühle ich es nicht so. Er plündert, wird erschossen. Nom, 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 nom. Ich war erst 5, als der Cordyceps kam. Nee, brauche ich nicht. Ich weiß aus der Zeit nicht mehr viel. Aber ich weiß noch, dass wir in so einem Viertel wohnten. Mich nervt jetzt, dass ich eine Bombe weggeschmissen habe. Oh, Barbecue. Meine Eltern gaben gern große Grillpartys. Da war mächtig was los. Ich erinnere mich noch gut an den Geruch. Komisch. Von gegrilltem Essen, oder was? Doch, es sind Hunde. Lieber von ihnen fern. Wir sind hier nicht in der Zone. Die sind wild.
Ja, es kann sein, dass sie böse sind. Ich würde jetzt am liebsten hingehen, um zu schauen, ob sie wild sind, aber dann greifen sie mich wahrscheinlich an und dann muss ich Hunde erschießen. Und das will ich nicht. Arme Hundis. Was haben wir denn? Oh, das ist dein Eiswagen. So, schauen wir mal. Ja, panzerbrechend. Wir haben dort Eis verkauft. Was? Definitiv, her damit. Überlege ich gar nicht, was es als Alternative gibt. Das ist das Erste. Sweet. Ich mag es, dass die Waffe sich modifiziert und verändert. Ach komm, was soll's. Schnell den Nachladen, ist das auch erledigt. Ich habe zwar jetzt gerade echt nicht viel Muni für die Waffe, dementsprechend ist Nachladen nicht mal eine Option, aber hey, besser haben wir es nicht haben. So, Pistole. Kapazität und Streuung. Feuerrate. Also ich habe halt echt viele Ersatzteile und bin trotzdem noch ein bisschen knauserig mit denen, ne? Nimm die Pumpgun. Wer kennt's nicht? Man macht die Waffe sauber und es passt mehr rein. Die Frage ist, brauche ich einen verringerten Rückstoß? Die Reichweite wäre, glaube ich, nicht schlecht mittlerweile. Weil ich will nicht, dass die Gegner in mir stehen müssen, damit ich sie treffe. Ah, es gibt 5 Toolkits sogar, okay. Die Frage ist nämlich jetzt doch mal langsam diese Halfter. Stelle einen zusätzlichen Punkt im Waffenkreuz, um schnell ein zweites Gewehr zu ziehen. Fühle ich irgendwie nicht so. Nach wie vor. Der mir das Zeug immer wieder wegpackt. Da ist die Kapazität vielleicht gar nicht verkehrt. Schneller schießen brauche ich nicht, Rückstoß brauche ich nicht, Tempo brauche ich nicht. Erhöht die Streuung der Waffe. Hm. Ja, okay. Da ich doch relativ oft bei den Pistolen hin und her wechsle, hole ich mir da jetzt den Halfter. Komm, was soll's. Mein Schee, machst du das? Sehe ich das dann an meinem Charakter auch? Optisch? Ich nehme es mal an, er packt es zumindest an sich ran. Ach, weißt du was? Komm, was soll's. Was soll's? Was ich hab, das hab ich. Und langsam ist es bei den Waffen so, dass ich Sachen kaufen kann, die nicht unbedingt so viel wert sind. Kommt natürlich immer drauf an, was, aber wenn er Schrott findet, dass er schneller schießt, ist. Sieht gut aus. Manchmal praktisch. Aber nicht immer. So, wie mache ich das jetzt mit der zweiten? Ah! Kann ich wahrscheinlich, indem ich... Nein? Ah, doch, okay. Da will ich den Bogen haben. Moment. Ups. Hier möchte ich ganz gerne Revolver. Auch wenn das beides leer ist aktuell. Ne? Da sind wir wieder beim Punkt.
Mann, ich will zu den Hunden hin. Ich will wissen, ob die vielleicht doch lieb sind. Aber ich will sie halt auch nicht erschießen müssen. Worauf es wahrscheinlich hinausläuft, wenn einem das Spiel schon sagt, geh da nicht hin. Lass es bleiben. Oh ja, Dachboden, super. Na gut, mit dem Geheimnis lassen wir es für diese Folge. Hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Lasst doch gerne ein Like oder Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ne? Das hilft mir immer. An der Stelle bin ich auch glücklich darüber. Ne? Über die Kommentare freue ich mich auch jedes Mal. Mal ganz nebenbei bemerkt. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.